Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, schönen guten Abend, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Neues Video, ich glaube das 47. mittlerweile auf meinem Kanal, YouTube, Twitch, wo auch immer ihr zuschaut. Ziemlich geil. Heute ist ein bisschen hektisch, heute ist DFB-Pokalabend und die glorreiche Fortuna spielt gerade noch, hat gerade das 4-2 gemacht. Ich habe gesagt, ist das Spiel entschieden in Lautern? Gehe ich live, nehme noch jede Zeit mit, die ich habe. Mit euch zusammen. Wer es auf YouTube sieht, dem kann es egal sein. Er kann spulen, kann pausieren, kann Dortmund gucken, kann morgen weiter, wann auch immer weiter gucken und Abos da lassen. Abo da lassen hier unten rechts auf meinem Gesicht. Gern gesehen. Oh. Hektisch. Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist die Hauptsache. Schön, dass ihr da seid. Danke für den Support. My Club. PES 2020. So, Plastikkaffee ist bereit. Jawohl, ich kann heute einfach, also Dienstag ist ja meine Zeit, ne? Wisst ihr selber, Dienst, also die Stammzuschauer wissen es. Dienstag ist meine Zeit. Und ja, müssen wir mitnehmen. Müssen wir mitnehmen. Es ist eine ganz spannende Woche bei PES, oder zumindest ein ganz spannender Wochenbeginn. Ja, denn es ist Ibra-Time. It's back. Zlatan Ibrahimovic ist da. Und zwar als Featured Player. Und er ist auch in der Box, in der aktuellen. Und die Box ist recht spannend. Die werden wir heute wahrscheinlich auch ziehen. Also von daher, ich muss das heute mitnehmen und wird vielleicht ein bisschen kürzer als sonst. Die auf YouTube wissen schon wieder, jetzt, wenn sie es anklingen, ah, der Stream geht nur eine Stunde 30 statt sonst 3 Stunden oder so. Aber hey, wir nehmen heute einfach alles mit. Und wir spielen weiter mit Paulo Sousa. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier einmal ein 4-Sterne-Team. Ich habe noch ein 3-Sterne-Team vorbereitet. Die Ehrenmänner, die es trotz DFB-Pokalabend auf Twitch reinschaffen. Entscheiden gleich wieder zusammen. Ich bin mal gespannt, wer es reinschafft. Ja, ich gucke schon mal. Memes TV ist da, wunderbar. Ruven Hennings, Fußballgott, genau. Mit links, mit rechts. Yogi, hast du das gesehen? So sieht's aus. Droni, magisches Dreieck, Pestelite, Stefan. Da kommen doch einige Stammzuschauer. Das ist doch schön. Ich weiß, das Konterprogramm heute ist ein ordentliches. Free-TV-Spiel Bremen-Dortmund. Will ich eigentlich auch gucken. Aber ich muss dienstags live gehen. Ich muss die Boxen ziehen, Scout-Roulette und alles. Also, wir Scout-Rouletten trotzdem gleich eine halbe Stunde. Wir ziehen den Premium-Agenten. Ihr wisst, dreimal Silber garantiert. Hier, Matchday, ganz viel Grütze. Ne? Können wir auch alles ziehen. Receive all, ding, 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 haben wir gemacht. Ich habe 150 Scouts, die warten. Also, lasst uns sofort durchstarten. Nicht lange fackeln. Alles mitnehmen, was heute geht. Virtuellen Fußball spiele ich auch. Vielleicht keine 4-5 Spiele, vielleicht nur 1, 2, 3. Kommt eigentlich nur auf euch an, wie lange ihr Bock habt, liebe Twitch-Freunde. So, wir können. Ich glaube, ich fange diesmal mit dem Matchday-Kram an, oder? Wir fangen, wo ist es hier mit dem, warte mal, wir machen es nach Grade, genau, oder nach Specialist Field, würde das Sinn ergeben? Ah ne, würde es nicht. Okay, wir fangen nach Grade an und ziehen erstmal komplett Matchday durch. Das als erstes. Und ja, ihr kennt Scout Roulette. Dreimal gleiche Farbe, wir verdienen uns eine Box. Auf geht's. Boavista Porto. Das ist maximal Bronze. Das wird uns nicht sehr viel weiterhelfen, aber egal. Servus. Viking, danke für die Blumen. Pascal ist da, Sascha Walking Bread. Ja, schön, dass man sich auf euch verlassen kann. Da kann spielen, wer will. Hauptsache, ihr seid hier live dabei. Finde ich ganz hervorragend. Die Fortuna zieht ins Viertelfinale ein. Das hatten wir lange nicht. In Düsseldorf, ich habe eben was von 1,4 Millionen Euro gehört. Die nehmen wir auch gerne mit, um ein Team für die zweite Liga aufzubauen nächstes Jahr. So, Gustavo. Hilft uns jetzt wahrscheinlich nicht so. Wir gucken ihn uns trotzdem an. Hat keine Player Skills. Kann gehen. Wir sind auf Bronzekurs. So, wie gesagt, erste halbe Stunde, fast schon Standard bei mir. Ziehen wir Scouts, ja, und versuchen zu verdienen. So, da drüben ist der Stream an, den brauche ich nicht. Zack, wir sind live, das ist schön. So, was ziehen wir? Weißball, also ist der erste Dreierpasch schon ruiniert vom FC Nantes. 61er Innenverteidiger braucht man nicht. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas, ne? Also hier immer dieses Scout-Roulette und sich lange einen Mund fusselig reden, brauchen wir auch nicht. Und hoffentlich verdienen wir uns Boxen. Ihr wisst alle, worum es geht, ne? Ich habe es im Tweet in der Ankündigung geschrieben. Zum einen haben wir in dieser Ibra-Box, Ibra, logisch. Aber wir haben auch den dritten Soteldo. Den venezuelanischen Außenstürmer, den keiner braucht. Zweiter weißer Ball, wir haben Matchball. Thomas, Tom. Boah, Thomas. Thomas Becker. 63er Innenverteidiger, brauchen wir nicht. Und genau, hätten wir den dritten Soteldo, das ist Silber, hätten wir auch Erling Braut Haaland endlich. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das mein erster Eintauscher wird. So, wo ist jetzt das schwächste Team noch? Das wird wahrscheinlich dann Celtic, ja.
Celtic mit maximal Silber, wobei ich gar nicht weiß, ob das Einfluss auf die Prozente hat. Ich glaube, man kann immer noch Gold ziehen mit dem 4-Sterne-Scout, aber dann regelt er natürlich runter. Oh, und es ist Bronze. Das ist das Schlechteste, was uns in der Situation passieren kann. Klimala, der polnische Keiler da vorne. First-Time-Shot ist zu wenig und weg. Schade, erster Dreier-Pasch verwehrt geblieben. Schönen guten Abend, Brika. Galli, Portuguese Boy, jawohl. Auf euch kann man sich verlassen. S-Smoke. Smoke. Ich wollte schon sagen, S-M-O-K-3 Smoke. Schönen guten Abend. Ich behaupte mal, du kommentierst zum ersten Mal hier rein. Freut mich, dass du hergefunden hast. Wir sind auf Bronzekurs. Servus, Pest Dexter. Ja, schön. Ein paar Leute sammeln wir dann trotz DFB-Pokal. Abo dalassen, wenn ihr nicht schon längst... Ich habe mich verklickt. Jan Fiete Abzig zum dritten Mal. Wir Matchball auf Bronze oder Dreierpassball auf Bronze. Jan Fiete Ab zum dritten Mal gezogen. Da fehlt leider ein Ticken, um relevant zu sein für Zwei-Sterne-Team. So, jetzt könnte vielleicht schon die erste... Nein. Jetzt könnte vielleicht schon die erste Box fallen, Freunde. Oh, also dein Nickname ist so auffällig, da würde ich fast behaupten, würde ich mich dran erinnern. Aber ja, dann schön, dass du nochmal kommentierst. Und ey, also jetzt heute spielt das Scouting mit meinen Gefühlen. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Weißball wieder. Auch das natürlich immer schön. Du ziehst 4-Sterne-Scouts und kriegst am Ende nicht mal Silber oder mal einen goldenen Ausrutscher mit den wenigen Prozenten Chance. Ja, weißer Ball aus Italien, bitte. Ja, wir haben wieder Matchball auf Weiß. L, logisch. L, Capone. Spielmacher vom AC Mailand. 17 Jahre, klar, Talent, 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 aber 61 ist zu wenig, Freunde, ist zu wenig. Ist zu wenig. So, jetzt kommen direkt Mailänder Derby. Darum geht es ja diese Woche in PES. Mailänder Derby. Na, Scouting ist nicht so ganz vergleichbar mit Packs ziehen. Also bei Scouts ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, wenn du sie nicht kombinierst. Und da ist die erste Box. Da ist die erste Box. Dreimal weiß in Farbe, Agume. Oh. 1,85 großer Zentrumsspieler. Nein, keine Player Skills, kann gehen. Also beim Scouting hast du deutlich weniger Chance und brauchst halt auch 4-Sterne-Scouts für Gold maximal, 3-Sterne-Scouts für Silber maximal. Das ist nicht vergleichbar mit Packs. Packs fangen mindestens bei Silber an, schon mal. Also Agenten in dem Fall bei PES. Das ist schon eine ganz andere Kategorie, wenn du auf die bestmöglichsten Spieler abzielst. So, dreimal Weißball. Eine Box haben wir uns verdient. Natürlich werden die Twitch-Zuschauer gleich wieder gefragt. Was ziehen wir? Es gibt den vierten weißen Ball in Folge. Portanova. Ja, immer die von den ganzen Superteams. Die Weißbälle sind meistens Talente. So, und noch hat sie nicht gegriffen, unsere Regel. Sechsmal in Folge die gleiche Farbe. Gleich Box-Explosion. Vielleicht schaffen wir es heute mal im Stream. Wäre doch mal ein kleines Highlight. Hier in diesem DFB-Pokal-Abend-Stream. So, auf geht's! Silber. Oh, Originalgesicht. Oh, Maitland. Oh, der ist, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, ein guter Silberball. Auch wenn der 75 die schwächste Silbermöglichkeit ist. Aber ich glaube, das ist ein guter, oder? Ja, ist ein schneller. Ja. Player Skills, come on. Ah, Freunde, ihr kennt meinen Fetisch mit den Player Skills, ne? Ich weiß, der ist schnell und beid. Ne. Aber absolut gar kein Player Skill, der interessiert. Schade. Den habe ich auch schon oft als Gegenspieler gehabt bei 2-3 Sterne-Teams. Aber okay, ein bisschen konsequent müssen wir bei der Spielerauswahl sein. Und auf Silberkurs ist jetzt natürlich ganz, ganz schwer für die Stochastik, uns dann noch zweimal Silber in Folge zu bringen. Tua Sanebe. Hatte ich den auch schon mal? Kommt mir bekannt vor. Interception ist zu wenig, kommt mir bekannt vor. So, was haben wir? Noch 20 Minuten Scouting, Freunde. Wir sind auf Bronzekurs. Bronze ist ja nicht so verkehrt. Oh, Silberball von Barca. Oh, den kenne ich gar nicht. Carles Perez.
Kenne ich gar nicht. Schönes Original 3D-Monster-Scan-Gesicht, aber den kenne ich gar noch nie gehört. Viel, ja, Bronze, Orange dabei. Ne, ist zu wenig. Ey, noch nie gehört. Ich kenne diesen Ricky Puig mittlerweile, weil Dazen den immer so abfeiert, wenn der in der 80. eingewechselt wird. Aber den habe ich noch nie vorher gehört. Okay. Dann war das. Matchday Scouting. Nicht viel hängen geblieben. Eine Box haben wir uns verdient. Und jetzt gehen wir, wie gehabt hier, ne, auch das kennt ihr, alle Doppelten und davon die Stärkeren. Wir sind auf Silberkurs. 3 Sterne, da ist was möglich. Servus Kati. Schön, dass du reinfindest an diesem DFB-Pokalabend. Wer noch kein Abo dagelassen hat, Abo dalassen. Ich freue mich. Egal, ob auf Twitch jetzt live oder hier auf YouTube auf mein Gesicht klicken. Alles cool. 2. Mal Bronze. Nee, es war ja Silber. Nee, ich habe mich vertan. Jetzt sind wir wieder auf Bronzekurs. Kann der... Oh, der ist richtig geil. Interception ist super. Outside Curler, Weighted Pass. Wanted... Hey, Guevara. Che Guevara. Anchorman. 1,58, 1,93, ja, der bleibt. Das ist nicht schlecht. Das ist doch schön. Bronzekurs, aber einer mit Potenzial, vielleicht auch mal im 2-Sterne-Team zu dominieren. Schön. Wir sprechen Deutsch, glaube ich wohl, ja. Ihr erklärt dem Smoke das gerade mal im Chat, das finde ich gut. Wir fliegen derweil nach Russland. Und wir zielen einen Goldball von Zenit. Oh, das wird jetzt spannend. Rakitski, schade, ich habe ganz kurz auf Juiba gehofft. Innenverteidiger 1,80, du möchtest mich doch verarschen. Jaroslav Rakitski. Ganz viel Orange, klar. Oh, beidfüßig vielleicht, ja. Ist ganz wichtig, ist ein spielstarker Innenverteidiger. Ja, die habe ich ja am liebsten, ey. Ist kein schlechter, aber brauche ich nicht. Schade, zu klein, zu spielstark. Aber hey, ihr seht's, es geht aus 4-Sterne-Scouts tatsächlich Gold. Es ist kein Gerücht. Aber wir wissen sofort, dass wir jetzt keine goldene Siegesserie herholen. Mein Gott. 1:1 Spieler kaufen kannst du nicht. Du kannst aber Scout-Kombos, 3 Scouts kombinieren für eine 100%ige Chance auf einen Spieler. Dann ist das wie kaufen. Du musst halt nur 3 Scouts kaufen. Und wenn du einen Cristiano Ronaldo kaufen willst, musst du 3 Scouts kaufen, die sehr teuer sind. Es ist ein bisschen umständlicher als bei Foot. Da gibt es keinen Transfermarkt bei PES, aber ja. So, wir haben Sparv. 74er. Ja, das ist ein robuster Typ. Oh, der ist richtig geil. Through Passing ist nie verkehrt. Weighted Pass ist auch nicht verkehrt. Interception Fighting Spirit, der war groß, ne? Physisch 6. Oh, geiler Typ. Tom Sparv. Ich glaube, hat er nicht mal Bundesliga gespielt. Kaiserslautern. Die gerade aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. ja. Also, der war nicht verkehrt. Wir sind auf Bronzekurs. Auf Bronzekurs. 2 Sterne geht. Sauber. Denja ist wieder da. Sehr schön. Juba. Juba, so wird er ausgesprochen. Okay, habe ich leider nicht gezogen. Der würde ich mich auch drüber freuen. Schöner Wandspieler. Tim Sparv. Ja, nicht Tom. Nah dran. Der eine Vokal da. So, Boxauto ist da. Servus. 2. Mal Bronze, Freunde. Wir haben Matchball auf die 2. Box. 2. Matchball. Matchball auf die 2. Box. So rum. Through Passing, Weighted Pass. Ah, kann er sonst noch was? Ist ein Achter. Ist ein Achter. Ja, darf bleiben. Steve Mellon. Mein Greuther Fürth. Ja, entweder kennst du dich gut aus oder du hast Wikipedia. Alles geil. Und wir haben Matchball auf die 2. Box mit Bronze, Freunde. Bronze. Jawohl, wir ziehen nochmal. Servus Fili. Ist gar nicht so schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, keiner kommt rein. DFB-Pokalabend. Alle freuen sich schon auf Bremen vor. Ja, gegoogelt, ich wollte schon sagen. Wer kennt Tim Sparv von Greuther Fürth? So, pass auf, hier, Dänemark. Nein! Von Aesbjerg, guck mal, kenne ich sogar. 65er Innenverteidiger. Tranberg, der ist tranig, kann gehen. Und es macht uns die 2. Box kaputt. Wir bleiben dran, Freunde, bleiben dran. Und das noch 15 Minuten. Auf Weißballkurs. Komm, auf geht's. Zieh mir geile Spieler. Tim Sparv, ja, guck mal. Geiler 1,93 großer Verbrecher. Auf nach Thailand. Und ich ziehe aus Thailand. Da gibt es wahrscheinlich 3 Bronzespieler und ich ziehe einen. Ist doch Thailand, ne? Aus Port. Sergio Suarez führt ein schönes Leben in der Hafenstadt Port. Muss doch eine Hafenstadt sein. One Touch, Weighted, Healed. Oh, ist nicht verkehrt, der Kollege. Ja, wobei, komm, sei mal ganz ehrlich. Ist Kategorie, spielt der? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
So, Bronzekurs. Tight Possession, Bronzekurs. Nee, ja, zu spät. Ich weiß es auch, also es war jetzt gerade so ein Impuls. Der hatte eigentlich, war ich nicht verkehrt. Aber irgendwie vom Gefühl hätte ich jetzt gedacht. Und wieder Weißball. Tichosen. Kann vorne alles spielen. Fighting, ja, genau. Leider nix. Weißballkurs. So schnell geht's wieder zurück auf. Gehen Sie zurück auf Anfang. So, Balance, Balance. Weißballkurs, auf geht's. Komm, die Italiener haben viele weiße Welle. Oh, Brechia ist das. Oh. Vom designierten Absteiger, darf man das so sagen? Sabelli, wieder Bronze. Es ist ein Hin und Her. Ein Hin und Her springen. Bisher nur eine Box. Bisher nur ein Slatan-Versuch. Fragezeichen. Bronzekurs. Servus Just Match. Schönen guten Abend. Ist das die asiatische Champions League? Weißball. Jawohl. Aus China. Zhang Shong. Keine Player Skills, ein Problem. Wieder Weißballkurs. Im letzten Stream auch so vom Gefühl her immer zwischen Bronze und Weißball hin und her gesprungen. Jetzt haben wir Weißballkurs und haben zwei Sterne. Es schreit förmlich nach Matchball auf die zweite Box. Leipzig, Hurenball ausgeschieden. Ja, da kann man der SGE nicht oft genug ein Küsschen schicken. Da ist der Matchball. Matchball auf Dreierpasch. Garcia. Raul? Nee, Victor Garcia. Kann der was? Kann Victor, nein. Kann nichts außer uns einen Matchball auf Dreierpasch bringen. Auf geht's, Victor Garcia. So, komm Freunde, jetzt brauche ich hier Matchball. Ja, zwei Sterne Jump, come on! Gib mich die Box, gib mich die Kirsche. King Fu sehr, schönen guten Abend. Langsam aber sicher kommen sie rein. Wir fliegen nach Frankreich. Da sind sie doch nicht so sprunggewaltig. Ey! Kann doch nicht sein. Tom Chevalier. Ja, von mir aus 74 Bronze. Besser geht's nicht. First Time Track Captaincy. War das so ein Fox in the Box? 9. Ja, komm, habe ich auch schon viel bessere Spieler. Hilft uns nichts. Hab letztens erst wieder ganz fett aussortiert. Da sind teilweise auch Spieler rausgeflogen mit First Time Shot Heading und allem. Wo ich eigentlich sagen würde, das sind die Player-Skills, die du haben musst, mindestens haben musst, aber dann zu langsam, nicht physisch genug und so. Das, ich habe 400 Spieler, irgendwie merke ich langsam, das wird alles zu viel. Das hilft alles nichts. Bronzekurs. Erst eine Box verdient, zweite Mal Bronze. Auf geht's. Queen's Park Rangers. Leroy Wallace. Matchball auf Bronze, Freunde. Matchball auf Bronze. Fighting Spirit, da fehlt irgendwas. Weg, brauchen wir nicht. Außenverteidiger schon mal gar nicht. Ja, wir spielen gerade mit Paulo Sosa, jetzt wo schon ein paar Leute reingekommen sind. Ich sag's nochmal an, wir bleiben bei Paulo Sosa. Ich habe mich warum auch immer in diese Scheiße verliebt. Ich wollte ihn schon vor zwei Streams abstoßen. Jetzt habe ich letztens eine 6er Siegesserie gehabt. Wir nähern uns der 900 wieder an. Also Paulo Sosa heute weiterhin unser Trainer. Drei Mittelstürmer vorne, eng zusammen, unangenehm. Bronze, Bronze, Bronze. Du willst mich doch verarschen. Von Le Havre, Ben Mohamed. Zerschießt uns. Die Combo. Und ich habe ein 3-Sterne-Team, mit dem ich diese 6er-Combo erspielt habe. Und ich habe ein 4-Sterne-Team, ganz pervers vorne. Pace, pace, pace. Ihr dürft hier im Stream gleich entscheiden, was wir spielen. Und gleich noch Premium-Agent und bisher eine Box. Wir haben noch 10 Minuten Zeit zu scouten, Freunde. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Auch am DFB-Pokalabend. Asiatische Champions League, Weißballkurs. Ja, wir haben Matchball auf Weiß von Persepolis aus dem Iran. Ali, Hamed, Akai. Weißball. Weißball auf 3 Sterne. Okay. Alles schon mal da gewesen. Aber wie ich das System kenne, wird jetzt mit einem unbrauchbaren Bronzespieler zerschossen. Jawohl. Was mir hier komplett abhanden geht, Freunde. Wie sieht's aus? Slatan gezogen oder nicht? Wir haben jetzt schon 2 Boxen-Chance. Slatan zu ziehen. Also, ist jemand auf Slatan steil gegangen? Featured Player oder normale Box? Wer hatte Glück? Wer ist generell glücklich mit seinem
mit seinem Wochenbeginn in PES. Lasst es mich wie immer gerne wissen. Kommentieren, kommentieren. Hier unten auf YouTube. Subscriben und Abos und so weiter. Macht mich glücklich. So, ich scroll jetzt hier mal rein. Einfach mal rein, damit auch mal andere Sachen weggenommen werden. Also, dreimal weiß. Zweite Box. Jetzt gern nochmal weiß, weiß, weiß. Wir brauchen mehr weiße Bälle. Dann ärgern wir uns auch nicht. Linksverteidiger aus der asiatischen Champions League. Und da ist der vierte weiße Ball. Wir sind auf Kurs. Wieder Persepolis. 69. Ansari. Hilft nix. Taugt nix. Weg. Noch zwei weiße Bälle für zwei Boxen on top. So, ich scroll jetzt einfach mal hier so ein bisschen rein. Und dann machen wir hier Offensive Awareness. Pesep ist heute Champion geworden. Oh, der hatte irgendwie was mit, ich muss drei Siege in Folge holen, dann schaffe ich's oder so, ne? Ja, Pesep ist ein guter. Pesep ist ein guter. Ich glaube, der beste Streamer, der beste PES-Streamer, Engländer oder irgendjemand hat das hier mal erklärt. Türkischer Schotte, der aus England streamt, irgendwie sowas. Aber ist der, glaube ich, der größte PES-Streamer auf Englisch. Logischerweise auch ein guter Zocker, der hat Ahnung, kann man nur empfehlen. So, Dugimund verzockt uns die Sieges, den Sechser-Pasch und wir gehen auf Bronze und der ist nicht brauchbar, schade. Ja, Slatan ist, glaube ich, gewöhnungsbedürftig. Auch so ein Target-Man-Tier, aber halt nicht schnell. Da muss man wahrscheinlich schon mit zurechtkommen. Warum? Donnarumma habe ich auch schon gehört, dass viele den haben wollen. Warum auch immer. Ist ein überragender Torwart so wichtig. Wir haben Matchball auf... Wir haben Dreierpaschball auf Bronze, Freunde. Sörensen. Sörensen, ne. Aber egal. Dreierpaschball auf Bronze zur dritten Kiste. Utility Player, 4 Sterne. Okay. Jetzt kommt Weißball. Ihr wisst doch, wie es läuft. Ihr wisst doch, wie es läuft. Noch 8 Minuten. Asiatische Champions League. Heute hoch im Kurs. Ja, Weißball, na klar. Es gibt einen 69er. War das ein Torwart? Nein, Innenverteidiger. 1,75 brauche ich gar nicht weiter gucken. Kleinster Innenverteidiger aller Zeiten. Seht ihr das hier? Also hier an meiner rechten Schulter. Da. Da, guck mal, da ist die Abokatz. Guck mal, da liegt die Abokatz. Jetzt sehe ich das erst. Wurde ja auch oft nachgefragt. Abokatze ist da. Abokatze ist da. So. Wir sind jetzt, was war das? Weißball, genau. Wir sind auf Weißball gehüpft. Ganz herzlichen Dank dafür. PES Universe folgt mir, sehe ich auch gerade. Ist das das offizielle, originale PES Universe? Ehrlich? Dann scheint man mich mittlerweile zu bemerken in der PES-Welt. Das ist ja mal was. Wir ziehen einen silbernen Torwart. Auch nicht verkehrt. Nita, er war zu klein. Er war jetzt schon zu klein, kann gehen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Muss ich später mal anklicken, den neuesten Follow PES Universe. Ob das echt die Original... Patch-Ersteller-Kollegen sind. Das wäre mal edel. Das wäre mal edel. Sponsoring von Logitech. Ja. Machen die irgendwas, was mir weiterhelfen würde? Headsets von Turtle Beach finde ich geil. Die original PlayStation-Controller finde ich geil. Schade. Wir springen auf Bronze. Stacy. Interception zu wenig. Wir sind auf Bronze-Kurs. So, Bronzekurs. Wir bleiben bei den U24ern. Bronzekurs. Ja, ja. Achso, Logitech macht auch Headsets. Ich hätte jetzt gesagt, ich kenne Logitech von Tastaturen, Mäusen und so. Aber wenn die auch Headsets machen, ja, dann muss man vielleicht gezwungenermaßen umsteigen, wenn man von denen gesponsert wird. Matchball, Dreierpassball auf Bronze, Freunde. Marc Navarro. Marc Navarro. Nur Außenspieler, keine Player Skills. Kann sofort wieder gehen. Schönes Trikot und Freikarten. Wer soll das bekommen? Ich? Was? Ich habe schöne Trikots. Ich brauche keine anderen Trikots. Vor allen Dingen nicht von Logitech. So, also. Dreierpaschball auf Bronze. Dreierpaschball auf Bronze. Komm schon, komm. Dritte Kiste. Auf geht's. Ja, Frankreich. Waren wir heute noch nicht oft genug. Dritte Kiste vom FC Metz. Timothy Ambrose, schwächster Bronzeball, den man sich suchen kann. Ja, ist zu wenig.
Also mittlerweile werde ich da echt rigoros. Solange da keine Begeisterung ist mit Player Skills, wie eben bei dem Che Guevara-Typen da, sofort raus. So, Linksverteidiger, da ziehen wir jetzt mal alle weg. Alle Linksverteidiger wegziehen. Auf geht's. Come on! Noch dreimal Bronze und es regnet Kisten. Vierte Mal Bronze in Folge. Ruben Ferreira, 70er Bronze. Keine Player Skills, kann gehen. Noch zweimal Bronze, Freunde. Komm schon, ich. Also, wir haben, glaube ich, einmal, wir haben einmal sechs in Folge irgendwas gezogen. Daraus entstand dann diese Idee. Mit dem sechsmal in Folge gibt mehr Boxen als dreimal in Folge. Und jetzt, seitdem ich diese Regel erfunden habe, ist sie nicht mehr in Kraft getreten. Komm, noch zweimal Bronze. Come on! Auf nach Dänemark. Hat man den gerade schon mal? Tornelund, aber wir hatten von der Mannschaft hatten wir schon mal einen, ne? Von Höbrö. Fighting Spirit, Long Throw, zu wenig. Schade. Ja, dann springen wir jetzt hier mal mitten rein. Auch egal. Ich hatte auch die Max-Anzahl an Scouts gesammelt heute vorm Stream. Also ich muss allein deswegen streamen, um da Sachen wegzuschaffen. Allein deswegen. Da kann Dortmund gegen Bremen oder sonst was spielen. Wir haben, oh, Dreierpaschball auf Weiß für die vierte Box. Dreierpaschball auf Weiß. So, ihr seht, ich achte nicht drauf, ne? Ich springe hier einfach rein. Ich versuche das jetzt nicht so ein bisschen zu faken. Ihr seht, ich ziehe auch Vierer. Scouts an der Stelle, obwohl ein 2-Sterne-Scout natürlich deutlich geiler wäre. 4-Sterne-Scout in England findet einen weißen Ball. Guck mal, und es ist die vierte Box. Nevers. Timothy Nevers. Sauber. Dreimal weiß. Egal ob mit 4-Sterne-Scouts, die sind alle gleich beschissen. Das lohnt doch. So, wir ziehen einen zentral-defensiv-Mittelfeldspieler. Noch wenige Minuten. Auf geht's. Noch dreimal Weißball, dann explodiert. Vier Boxen verdient, guter Schnitt. Gott, no, ich habe zu schnell geklickt. Goldball! Lukas Bilia! Das ist ein guter, glaube ich. Das ist ein guter Kicker. Das ist ein richtig guter Fußballer. Zu schnell, zu hack, zu hektisch. Nein, ich will ihn angucken. Guter Kicker. Beidfüßigkeit. Der Argentinier ist gut ausgebildet. One Touch, weighted, Inters. Ja, Lukas Bilia. Schön. Zweiter goldener Ball aus dem 4-Sterne-Scout. Also Scouting läuft heute. Vier Boxen verdient. Das ist doch schön. Einen Goldball mussten wir sofort wieder abschließen. Aber der ist schön. Der ist klein, ist ein Achter. Ist kein Sechser. Auf gar keinen Fall. Da kann der Türkis da haben, wie er will. Ist kein Achter. Kein Sechser. Guter Achter für Fußball. So, und wir werden jetzt natürlich nicht weiter Goldball ziehen. Deswegen für den Dreierpasch hilft uns das nicht. Da ist es schon besser, wenn wir auf Weiß zurückkehren. Destroyer 1,88. Eigentlich gute Player Skills. Geschwindigkeit ist auch nicht verkehrt. Wie alt ist er? 20. Komm, den behalten wir mal. Der kann, glaube ich, der kann gut sein. Den kann man ein bisschen entwickeln. So, Weißball. Weiter geht's. Letzten Minuten, Freunde. Sehr schön. Lukas Bilia. Geschenkt durch einen Scout, wenn man so will. So, wir sind jetzt fast bei der 30-Minuten-Marke. Ansage jetzt, wir ziehen so lange, bis kein Weißer mehr kommt. Und wir haben nochmal hier Matchball, Dreierpaschball auf die fünfte Kiste. Wir ziehen jetzt so lange weiter, bis kein Weißer kommt. Samuel, oh, der ist sehr flexibel. Heading, Acrobat, ist eigentlich ein Stürmer, ne? Eigentlich ein Stürmer. Den behalten wir mal. Ah, unsicher, aber den behalten wir mal. Aber halten wir mal. So, wir haben Matchball auf die fünfte Kiste. Und ziehen 3 Sterne Mittelfeld. Auf geht's. Nee, ich überziehe. Also im Endeffekt, ich höre auf. Also ich möchte aufhören mit der 30. Aber solange wir da noch die Möglichkeit haben, ne, kommt jetzt kein Weißball, ist vorbei. Bronze und vorbei. Es bleibt bei 4 Kisten. Hao Junmin. Ex-Schalke. Felix Magath-Verpflichtung. Ist das. Kann das sein? Ja, 32. Kann das sein, dass der in seiner Prime von Felix Magath zu Schalke geholt wurde? Der kommt mir doch bekannt vor, der Kollege.
Ob ich Ibrahimovic spielen würde, testen wahrscheinlich schon, aber momentan bin ich leider sehr auf Pace Monster aus, muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. 4 Kisten verdient, das ist sehr geil. Und wir ziehen jetzt den Premium-Agenten, machen den Grützer einmal weg. Ihr wisst, was dann passiert hier. Ne? 3x Silber, wie immer. Und danach entscheidet ihr, wie immer, was ziehen wir an 4 Boxen. Und dann spielen wir noch ein bisschen virtuellen Fußball und verdienen vielleicht noch mal mehr. Wir fliegen mit dem Premium-Agenten nach Spanien. Alles möglich. Goldener Ball. Der Fluch ist gebrochen. Torwart ist scheiße, aber naja. Adan. Ersatztorwart von Atleti. Guter Ersatztorwart, ich weiß es nicht. Und dann haben wir Duarte und Mama Balde. Natürlich, was für ein lustiger Name. So, Adan, kann der was? Ist nicht zu klein. Low Punt, kein Long Throw, kann gehen. Adan, kann gehen. Duarte, Innenverteidiger, physisch 77 oder 87. Das macht, ja, Ne, ist zu wenig. Ist zu wenig. So, und jetzt kommt Mama Balde, spielt auf der rechten Seite alles. Der ist schnell, das ist schon mal nicht verkehrt. Interception, Fighting Spirit, Minimum. Darf erstmal bleiben, hilft uns aber nicht so wirklich. So, Freunde, jetzt kommt die erste Rundfrage. Ihr kennt den Top-Agenten zu Genüge. Also 25k Box, wisst ihr Bescheid. Special Agents, Inter, AC, Celt. Ach, diese ganzen, oh ne, die beiden auch noch. Das dürfte hier Matchday sein wegen E-Football. Dann gibt es Players of the Week. Wie immer sensibilisiere ich euch dazu. Ach, sind immer noch die gleichen wie letztes Mal, ne? Vom Donnerstag, klar. Sonntagstream haben wir so zusammen gesehen. Und dann gibt es hier noch Fans Choice Spanien mit Ødegaard und so weiter. So, und dann natürlich die Collectors Box. Ich hatte sie einmal schon mal durchgeguckt. Die natürlich deutlich spannender als ein Agent wegen höherer Chance auf Schwarzball. Die sind auch nicht zu stark. Die erste Reihe schon nicht. Die sind aber auch nicht wirklich spannend. So. Und dann das nochmal aufgesagt, worauf wir ja so ein bisschen schielen. Einmal Dembele habe ich schon zweimal, den würde ich sofort eintauschen gegen einen anderen schwarzen Ball. Müssten wir uns einen aussuchen. Ich weiß aktuell nicht, welchen schwarzen Ball ich lieber hätte. Zlatan ist drin. Ab 13.02. mit Datapack 4.0, 5.0, whatever. Mit Originalgesicht. Ist mittlerweile mehr oder weniger bestätigt durch irgendwelche kleinen Sternchentexte auf den Seiten Inter und AC Mailands, dass am 13.02. das neue Datenpack kommt. Also dann hätten wir Zlatan in schön. So, und ansonsten, wer ist da noch drin, den ich eintauschen würde? Ich glaube, einen haben wir noch eine Chance. Genau, Soteldo hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Ja, ob das jetzt alles, das muss man dann im Detail später sehen. Sind die alle spannend? Weiß ich nicht. Muss mal gucken. La, 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 Kamera. Ashley Young, der spielt heute vielleicht sogar vor. Da ist er. Das wäre unsere Braut Erling Haaland, Haaland, Erling Braut, Braut Erling Dingens. Freikarte. Den habe ich zweimal. Beim dritten Mal, wisst ihr selber, tauschen wir die Kollegen ein. Dolberg brauchen wir nicht, habe ich nur einmal. Oder war da noch ein zweiter? Hatten wir noch eine zweite Silberchance? Nee. 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 Das war's. Also, Zlatan direkt. Dembele, Schwarzball eintauschen. Soteldo, Berling, Haaland eintauschen. Und ja, ich gebe euch mal eine kleine Sekunde Zeit und mache hier Werbung. Also, was ziehen wir als erstes von 4 Chancen? So, Werbung ist gemacht. YouTube-Playlist, wie gehabt, verlinkt. Und ich bin gespannt. So, was ich sichte. Ich sichte, Freunde. So, ich sichte. Was habt ihr denn hier für perverse Ideen? AC Mailand Box, ich hab's fast vermutet. Alle wollen auf die Zlatan Box. Oder auch nicht. Also Milan Box haben wir da. Nein, in der Box gibt es den. Collectors Box ist das hier, ne? Collectors Box ist das hier. Also Collectors Box. Collectors Celtic, Ibra. Was ist Stefan? Was ist Ibra? Milan Box, okay.
World White Box, Collectors Box, Mailand, 25k Agent, da bist du leider gerade alleine, Fili. Milan, Collectors Box. Servus Kracher, jawohl, die Fortuna heute sowas von souverän, besonders zweite Halbzeit, immerhin. Okay, sehe ich das richtig? Ich sage jetzt einfach mal, Collectors Box hat knapp gewonnen. Jetzt durch Memes TV erst recht. Okay, Pass Elite. Ich ziehe die Collectors Box und dann müsst ihr gleich einfach eindeutiger entscheiden. Ihr könnt hier nicht so 50-50. Das verwirrt mich nur. Auf geht's! Zlatan, Braut, Erling, Dembele, whatever Box. Come on! Jetzt kommen drei unnütze Spieler. Nämlich goldene Bälle von Manchester United. Jesse Lingard oder sowas. 31, wer ist das? Der Lingard hat nicht die 31, ne? Oh, zentral-defensiver Mittelfeld-Gott. Nemanja Matic. Absoluter Verbrecher. Und Verbrecher ist bei mir positiv besetzt, ne? Also einer, der so Morales-mäßig, Botzek-mäßig da alles wegrasiert. Sehr stark. Und die Chance auf Soteldo lebt. Jetzt noch zwei Silberne und da ist einer Soteldo von... Nein. Also Matic ist, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Anchorman Deluxe. Auch aktuell sehr schön, dass der linkes Mittelfeld spielen könnte bei Paulo Sosa. Ne? Immer diese Flexibilität. 6, 8, linke 8. So, wir schauen. Ja, guter Fußballer, aber halt auch Verbrecher. So, jetzt. Heading, waited. Ja, oh, schöner Spieler. Das hat sich gelohnt. Habt ihr gut entschieden. Lafont, Torwart. Nein, zu wenig. Kann weg. So, und jetzt... Conor McGregor, der UFC-Superstar, auf der 8, auf der 10, Außenposition sehr gut, viel Orange, Beidfüßigkeit nehmen wir ihm ab, One-Touch, oh, ist das ein guter, gute Box, sehr geile Box, 2 von 3 nutzbar, das ist doch okay, Freunde, das ist doch okay, Freunde, hast den IF von beiden, von was von beiden, von Zlatan und von Matic und so weiter, oder was, also Matic ziemlich geil. Matic ziemlich geil. So, Portuguese Boy hat nachgezählt. Portuguese Boy ein ganz korrekter Typ. Milan hat die Abstimmung scheinbar gewonnen. Ich bin ein Mann des Volkes. Ich mache das hier nicht zum Spaß mit euch. Dann kommt jetzt einmal Milan. Und dann haben wir noch zwei Versuche. Wir stimmen dann nochmal neu ab. Warte mal, wir gucken erstmal einmal rein, was ihr mir hier antut. Zlatan ist, glaube ich, mit 89 der Schlimmste gewesen, ne? Jawohl. Also, Zlatan, klar. Romagnoli habe ich in normal... Donnarumma brauche ich nicht, auch wenn das der beste Torwart ist. Ich brauche keine Schwarzball-Torhüter, brauche ich nicht. Suso, ich habe Leute heulen gesehen, weil der eigentlich bei Sevilla schon spielt, irgendwie sowas. Kalanolu, Şalanoğlu, Hakan, letztens Freistoßtor gemacht oder so, aber okay. Cassie, Benacer, Hernandez. Ich gucke die mir jetzt nicht alles, interessiert mich nicht. Aber eure Stimme hat Gewicht hier, damit ihr das wisst. Auf geht's. Zlatan oder nix. Wir kennen doch die Regel. Matic und Lafont als IF. Aha, okay. Nübel, was? Nübel, was? Nübel ist besser? Von mir aus. Das ist, glaube ich, nicht Zlatan, oder? Oh, ist er das doch mit den Tattoos? Mit der 8 ist Şalanoğlu, oder? Ach, nee, okay. Der hat die 10. Şalanoğlu hat die 10 und keine Tattoos. Okay. Suso spielt 10, hängende 11. Außenstürmer habe ich nicht. Und auf der rechten Außenbahn. Ja, ich gucke mir den jetzt im Detail an. Creative Playmaker. Ah, der ist ein bisschen schnell, ein bisschen dribbelstar. Gar nicht mal schnell. Gar nicht mal wirklich schnell, aber am Ball halt eine Granate. Okay, keine Beidfüße. Eindruck geht so. Player-Skills jetzt wahrscheinlich enttäuschen mit ganz viel Skillstick-Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Was ist das denn für eine Wurst? Oh, ist das enttäuschend. Und ihr wisst, was ich mache, wenn ich enttäuscht bin. Den hier. Hau mir ab, genau, brauche ich nicht. Ey, ist das eine Grütze. Was ein Grützer, ey. Ja, Niete gezogen. Schön, dass ihr das ähnlich seht. Super. Und der Portuguese Boy ist schuld. Portuguese Boy, wo bist du? Wenn ich dich erwische. Ist okay, wir sind alle Freunde hier. Überlegt euch bitte genau, was ihr mich ziehen lasst. Freunde, ihr seid wieder dran. Dritte Ziehung. Eine Abstimmung bitte. Was ziehen wir als drittes? Bitte nicht nochmal den Milan-Agenten. Bitte nicht.
So, Freunde, ich sehe jetzt erst, dass ihr richtige Ehrenmänner seid. Die DFB-Pokalspiele fangen ja gar nicht erst um 9 an, sondern sind schon am Laufen. Nicht, dass ihr wechseln sollt oder so. Double Screen. Bisschen Let's Playmaker, bisschen Dortmund ist okay. So, was ist hier los? Also, Collectors, Celtic. Collectors, 100 Coins für den Arsch, leider richtig. Milan, Time Machine, bitte, reiß dich zusammen. Celtic. Also Celtic habe ich jetzt hier schon öfter gehört und ich finde Celtic ja als Verein ziemlich cool. Ich habe auch ein Trikot, ein untypisches, ein gelbes von vor 100 Jahren. Ich gucke mir die Selection mal an. Vielleicht fixen wir den Chat dann dadurch ein bisschen an und alle sagen am Ende. Na, schauen wir doch mal. Also Forrest, Brown, Eduard, Julien. Das sind dann halt realistischere Spieler für 3-4 Sterne, als es halt die ganzen CR7-Spastis sind. So, Forrest ist der Beste. First Time Shot, Outside Curl, ja, schneller Typ. Steve Brown ist klar, ist ein Mittelfeldverbrecher. Den habe ich in normal, ist auch in einer guten Wochenform unterwegs. Oh, Eduard, ist ein, oh, guck mal, keine Player Skills. Der würde ich sofort wieder abstoßen. Julien, abstoßen. Den habe ich ganz häufig bei Gegnern gesehen. Ich habe immer gedacht, ist das Simon Kjær? Nein, es ist K.Jär. Whatever. Ab. Na, Freunde, das ist nicht gut. Den habe ich als normalen Bronzespieler, glaube ich. Das ginge noch. Aber nee. Keine Player-Skills. Nee. Also, es ist keine geile Box. Also, ganz ehrlich, überlegt euch, ob ihr mir das aufzwingt. Also, von daher, sei mal ganz ehrlich. Ja, also, es hat die Collectors-Box hat die dritte Verlosung gewonnen. Das haben wir schon mal geschafft. Bobo, danke fürs Abo. Freut mich sehr. Auf geht's. Goldener Ball von Juve. Emre Can, auch noch nicht transferiert. 33. Ist er das nicht sogar? Oh, Benadeschi. Ist, glaube ich, ein guter. Weiterhin Chance auf Soteldo, Freunde. Also mit 84er Gold haben wir es heute. Spielt auf den beiden Außenpositionen. Das ist immer mit Hinblick auf den aktuellen Trainer. Auf Paulo Sousa brauchbar. Es kann echt nicht sein. Es kann echt nicht sein. Warum ziehen wir nicht die richtigen Spieler? Was ist los? Bernadeschi, also ist ein guter Fußballer, ein guter Kicker. Bisschen schnell, nicht wirklich. Bisschen beidfüßig. Nein. Hilft nichts. Keine Player Skills. Ein Problem. So, Firpo könnte linkes Mittelfeld spielen, wie Mendy es aktuell bei mir tut. Bisschen schnell. Eher defensiv. Interception ist wichtig. Through Passing. Pinpoint Crossing. Ja, darf bleiben. Und Jan Mähle. Ja, tun wir uns schon wieder schwer, weil der nur Rechtsverteidiger spielt. Player, Positionstrainer könnte helfen. Bisschen schnell. Keine beidfüßig. Kann gehen. Scheißbox. Absolute Scheißbox. Ey, es kann doch nicht sein, ey. Wir kriegen das nicht hin. Oh Mann, ey. So, letzte Abfrage, Freunde. Letzte Abfrage. Also, ihr seid gefragt. Seid vernünftig, Leute. Seid vernünftig. Ja, Top-Agent. Ja, das ist mal ein interessanter Einwurf. Der gar nicht so verkehrt ist, ehrlicherweise. Also immer diese 100 Coins rausballern. Also haben wir einmal auf 100 Coins auf diese Legend Edition da gezogen. Da hatten wir dann auch einen Spieler, Danny Rose, zum Abstoßen. Also so richtig viel Glück mit Coin-Einsatz hatten wir nicht. So, alle gehen weiter auf die Collectors Box, ne? Ja, Collectors Box, komm, ey, was? Lasst uns nicht lange fackeln.
Und Zlatan, also ich würde jetzt nicht durch die Decke gehen vor Freude, wenn ich Zlatan ziehe, bin ich ganz ehrlich, Freunde. Ne? Also Erling Braut Haaland ist, glaube ich, so Kategorie, den möchte ich schon mal ein bisschen gelevelt in einem 3-4-Sterne-Team sehen. Nur dreimal Silber. Muss nicht schlimm sein. Muss nicht schlimm sein. Leia vorne drin. Silberner Gold Poacher. Soteldo, Soteldo, Soteldo. Oh Mann. Ist das grützig. Ist ein bisschen schnell, nicht wirklich. Ja, sauber. Ja. Also es war kein schlechter administrativer Teil mit Bälle ziehen, aber es fehlt das Essentielle. Er ist auch zu wenig mittlerweile, zu klein, zu schmächtig. Und Adnan, Coric, Spielmacher. Bisschen gut am Ball, bisschen beidfüßig, auch zu wenig. Okay, das war eine Paradebox für Scheiße. Und ich kann den nicht abstoßen, weil ich zu viele Trainer habe. Das ist super. Dann stoßen wir den später ab. So, jetzt, Freunde, kommt die letzte Abfrage. Und zwar, mit welchem Team spielen wir? Mit welchem Team spielen wir unser erstes Spiel? Einmal hier, ganz pervers. 4 Sterne am Limit. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Natürlich auch ein bisschen Wochenform drin. Achtung, Freunde. Ihr seht das, ne? Ihr seht die Mannschaft. Ja. 4 Sterne. Oder unsere Helden, die erste Siegesserie mit Paulo Sosa geschafft haben. Die 6er-Siegesserie. Oder die 3-Sterne-Truppe. Die nicht minder pervers ist. Auch vorne Pace, 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 Pace. Ihr kennt das. Jordan Henderson ist nicht wegzudenken als Capitano, als gute Wochenform Superstar. Auch hier auf der Bank. Pace, 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 Pace. Ihr wisst, wie man das spielen muss mit den 3 Mittelstürmern vorne, Doppelpass und so weiter. Also, auf geht's, Freunde. Kurze Ansage noch. Mit wem, mit welchem Team spielen wir? So, hier letztes Mal ein Blick auf die Abo-Cuts hier, ne? Soll ich mal fies sein? Komm, ich stupse sie einmal an, damit ihr sie auch in Bewegung seht. Da, guck, ja, na? Ne, lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Abo-Katze ist da, ich sitze im Bild. So, auf geht's. Also, was haben wir? 4 Sterne, 4 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne. Ja, okay, ihr seid wieder sehr einig, Freunde, ihr seid wieder sehr einig. Während ihr euch nicht einig seid, mache ich mal hier auf meinem tollen Smartphone kicker.de an und sag euch, wie es steht. Ihr wisst wahrscheinlich besser, überall 0-0. Ihr verpasst nichts. Ihr verpasst nichts. Schön hier bleiben, Freunde. So, 4-2. Was 4-2? Achso, 4-2 für 3 Sterne. Kathi zählt fleißig mit 3 Sterne gewinnt. Dann ist das unsere Heldentruppe von der Siegesserie. Raus, sofort. Auf geht's. Gegner suchen. Und ihr kennt das natürlich, die Stammzuschauer kennen es, wer jetzt zum ersten Mal hier ist, finde ich auch gut, Abo dalassen, wenn es gefällt, entweder jetzt live auf Twitch oder wer so weit geguckt hat auf YouTube, hier unten in der Ecke, da, auf mein Gesicht Abo dalassen, herzlichen Dank für den Support. Kimpembe hat einen linken Fuß, ist mir letztens auch aufgefallen im Spiel. Ja, guter Hinweis, Fili, den tauschen wir gleich noch. Genau, Siegesserie 878, wir nähern uns langsam, aber sicher wieder der 900. Und ja, bin gespannt. Ja, also Second Screen Dortmund-Bremen ist vollkommen in Ordnung. Gerade auch erst mitbekommen, dass meine glorreiche Fortuna noch ein 5. Tor gemacht hat. Seht ihr mal. Nach dem Hennings Traumtor zum 4-2 sofort an den Stream gesprintet. Hatte eigentlich nach dem Lauterer 2-1 nicht mehr damit gerechnet, hier schnell und vorzeitig an den Stream zu kommen. Aber hey, jede Minute mitnehmen. 3 Balken sofort. Komm, auf geht's. Let's play! Pio TFC. Ist ein Franzose? Ich sag, es ist ein Franzose. Na? Aus Nantes. Na? Aus Nantes. Auf geht's. Oh! Was ich auch noch sagen wollte. Neue Regel. Wenn ich eine 5er-Siegesserie im Stream voll mache, gibt's noch eine Zusatzbox. Das heißt, 2 Siege heute wäre diese 5er-Siegesserie eine Bonusbox. So, einfach mal so Kleinigkeiten hinzufügen, um den Stream spannender zu machen. Nicht wahr, Freunde? Ja, bisschen Blödsinn machen. Okay, auf geht's. Also, 1 Sieg, 1 Box. Wir sind auf Kurs. 900 Ratingpunkte. Okay, der scheint jetzt auch nicht wirklich so ganz pervers auf. Oh, Christian Stuani haben wir im letzten Stream gezogen. Richtig geiler Goldball. Und Achtung. Oh, Marcus Rashford darf nicht spielen. Ihr kennt die Regel oder die Stammzuschauer. Ich muss es immer wieder sagen, die Stammzuschauer wissen Bescheid. Na ja, komm, geh mal nach Pfeil.
Und hier Kimpembe, vollkommen richtig. Muss da spielen. So, hier die Instructions stimmen. Kapitän ist der Jordan. Lange Bälle Sander. Der macht den. Jetzt habe ich keinen Linksfuß mehr. Das ist, glaube ich, nee, doch, der Kimpembe, sagtest du, ne? Okay. Oder ist der ein Linksfuß? Oh, tatsächlich. Kann aber, oh, der kann gar keine Freistöße schießen. Das ist ja toll. Was ist das für ein Mittelfeldspieler, der keine Freistöße schießen kann? Oh Mann, ey. So. Aber ansonsten stimmt die Truppe. Hab ich recht gehabt, ne? Ne? Pfeil nach oben muss spielen. Alle Pfeile nach oben sind da. Pfeil nach unten darf nicht spielen. Marcus Rashford mit 39,9 Fieber auf der Bank. Aber wird geschont. So, und er hatte da vorne, glaube ich, Lautaro Martinez und Eduardo. Wahrscheinlich den Celtic Monster Box Eduard mit 84 Gold. Und ohne nennenswerte Player Skills. Auf geht's. Auf geht's. Ja, der Ruven. Auf Ruven ist Verlass. Hertha führt auf Schalke. Ich möchte kotzen. Ungefährdeter Sieg. Wäre schön. Flutlichtspiel hier in Hiroshima. Erstes Spiel im Stream. Schön, dass ihr so zahlreich und stabil dabei bleibt. Unerschütterlich scheinbar. DFB-Pokal hin oder her. Auf geht's, Pio. Let's play, Mann. Ja, hat's Pad weggelegt? Nee. Okay. Ist das das erste Indiz für jawohl? Oh. Versteh das, wer will. Egal, gucken wir weiter. Sowas ärgert mich, wisst ihr? Also du hast genug Zeit einzustellen. Er stellt ja nicht mal ein. Er ist ja, seht ihr ja oben rechts, er ist ja nicht mal im Gameplan-Menü. Der spielt sich jetzt an die Füße. Keine Ahnung. Es ist sowas von nervig. Mein Gott. Verstehe das, wer will. Warum startest du ein Online-Match, wenn du dann auch... Ja, mein... Was rege ich mich auf? Ihr kennt es selber. Hat jemand geklingelt? Freundin nervt? Was auch immer. La 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 la. Mir ist so fade. Und der Portuguese-Boy gibt den Live-Ticker. In meiner Kicker-App führt Werder Bremen übrigens noch nicht. Sehr geil. Portuguese Boy sitzt im Weserstadion. Im Weserstadion. Grüße nach Bremen. Ja, klar. Der muss aufs Klo. Genau in dem Moment, wo das Spiel beginnt. Aber okay, dann wird er nicht auswechseln können in der zweiten Halbzeit, wenn er die 120 Sekunden jetzt runterläuft. Und ich bin ein sehr verständnisvoller Gegner. Ich gehe sofort auf Angriff, wenn er jetzt automatisch weiterläuft und er das Pad immer noch weggelegt hat. Dann kann der echt im wahrsten Sinne des Wortes kacken gehen. La 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 la. Wir können ja mal ein bisschen Abokatzen-Kuschelei mal. Guck mal hier. Oh, jawohl. Jetzt geht's weiter. Auf geht's. So, bewegt er sich? Ne. Bewegt sich nicht. Das muss bestraft werden. Henderson. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, es geht hier um Boxen. Da habe ich nicht wirklich Verständnis dafür. Ja, habe ich kein Verständnis dafür. Kein Verständnis. Na, Ecke, Ecke, ne, spielst, oh, er ist aufgewacht. Kollege ist aufgewacht. Muss ich eigentlich sofort bestrafen, die Situation zu Ende spielen? Oh, Sander, spielst du mit? Sander ist da, Sander geht die Lücke so ein bisschen mit. Erster Angriff von Hiroshima. Sind also aufgewacht. Oh, Thomasen, gute Wochenform. Ist, glaube ich, auch irgendwie Fans Choice irgendwo gewesen. Guter Angriff von Jordinho. Also Henderson, einer meiner Lieblingsspieler geworden hier in MyClub 2020. Erster guter Laufweg. Ja. Da muss es klingeln. Da muss es doch schon klingeln. Szene lebt. Chris Kwame. Mit der nächsten guten Möglichkeit. Boah, da lässt sich Nacho abkochen. Vielleicht einer der schnellsten Verteidiger im ganzen Spiel. Hat, glaube ich, auch eine A-Wochenform. Hat der drei Tore gemacht für Real Madrid irgendwie?
Oh, Rashford. Ist gar nicht Rashford. Rashford hat ja Fieber. Clinton Angie ist das. Oh, guter Vortrag. Jetzt muss aber jemand. Oh, jetzt kommen wir nicht in den Zweikampf. Oh, Mann. Sorglos verteidigt. So ein bisschen Fortuna Düsseldorf erste Halbzeit. Oh, der muss sauber kommen, dann ist da alles offen. Mein Gott. Jerome Boateng auf Denayer. Ja, schnuckelige Flanke und Traumtor. Ja, schöne Bude. Keine Player-Skills der Eduard. Lassen wir mal laufen, sah schön aus. Nette Animation, schade, drückt er weg. 1-0 nach 20 Minuten. Dann brauchen wir nicht weiter von Siegesserie reden. Kwame, oh, das ist schön. Thomasson. Ja, immer mit der Ruhe. Mittlerweile sehr zuversichtlich mit Paulo Sousa. Ich glaube, die 5er Siegesserie nach 0-1 mit dem 3-1 eingefahren. Ich bin momentan echt irgendwie schwer verliebt in diesen Trainer. Vor allen Dingen mit dem Gefühl. Ja. Egal. Vor allen Dingen mit dem Gefühl, nach vorne geht irgendwie immer was. Dreckiges Scheißtor. Ja, passiert. Blödes Reingestolper. Ist ja auch in Ordnung. Nein, nicht so hektisch. Mein Gott. Wichtiger Zweikampf. Lässt er laufen. Ja, lässt er laufen. Gut. Ja, und direkt die Antwort. Oh. Oh, den muss ich machen. Ja, das muss das 2-2 sein. Aber Hiroshima steht da auch nicht sehr stabil. Immer wieder Möglichkeiten. Sander Berge mal anflanken. Ja, ja. Sander. Der ist gut. Der kommt. Nein, och. Ja, will er sofort den Konter fahren. Vielleicht ein bisschen zu euphorisch. Gibt sofort die Möglichkeit, gegenzuarbeiten. Onyekuru. Guck dir das an. Das muss doch bestraft werden, dieses Klein-Klein am eigenen Fünfer. Ja, immer dieses Drecksschuss antäuschen. Demir bei. Nicht hektisch werden, mein Gott. Ja, gut antizipiert von Thomasen. Läuft der Konter. Kwame. Onyekuru. Ja, 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 jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Onyekuru ist durch. Nächste Großchance. Mann! Berge, wieder gut. Immer fehlt ein Schritt. Oben ist zu. Hilft nichts. Rausrücken, Jorginho. Und rückt gut raus. Der Capitano. Jawohl. Nächstes Kurbeln. Thomas. Naja, schwacher Pass. Oh, nein. Oh, komm doch in den Zweikampf, Kwame. Ja, offene Sohle. Spielen. Wieder Onyekuru. Jetzt muss es klingeln. Ich sag ja, nicht sattelfest Hiroshima. Ausgleich. Und dranbleiben. Mein Gott. Absolut machbar, der Typ. Hillary Clinton Angie. Fuß dazwischen. Ja. Oh, dass das kein Ballgewinn ist. Guter Zweikampf. Ja, stark. Robust. Guter Laufweg. Nein, bricht den Laufweg ab. Warum Onyekuru? Ist schon müde. Okay. Ist schon müde von dreimal Sprinten. Thomasen, wieder gut. Komm, vor der Halbzeit die Scheiße noch drehen, ey. Da, komm, nimm mir mit. Kwame, Elfmeter. Ja, hier kommst du, Chris Kwame. Stark gelöst. Wer macht? Jordan Henderson, komm, rein das Ding. Jordan Henderson, komm. Capitano, wie gesagt, dreh die Murmel. Yes! Jordan Henderson dreht das Spiel. Und Kwame, guck mal da, oh, ganz filigran. Da kann er sich das Bein aussuchen, wo er den Elfmeter zieht. Rechts unten, links unten. Und er dreht's. Ja, hat uns das Gefühl nicht getäuscht. Hiroshima ist machbar. Und Paulo Sousa ist ein Offensivgarant. Viele Tore hüben wie drüben. Nee, kriegen wir abgekocht. Ashley Young. Ja, ein bisschen zu sorglos. Der Ex-Red Devil. Mann, was ist das für ein Ball, ey. Schlampiger Pass.
Da standen wir nicht gut. Kwame. Nee. Zu hektisch. Das war's. Spiel gedreht. Erste Halbzeit. Spannend. Ja, ein paar Situationen schlecht ausgespielt. Aber okay. Alles gut. Alles gut bei uns. 3-2. So, nutzt er auch die letzten 60... Nein, Kollege scheint wieder voll da zu sein. Nimmt nicht die komplette zweite Halbzeit. Pause. Und wir spielen weiter netten Fußball. Jawohl, Thomasen, gute Partie. Flanke kommt, Kwame. Oh nein, Onyekuru. Grätscht etwas Rüde. Oh, gegen Alfonso heißt er, ne? Alfonso Davis, Anthony. Ja, auch dazu sorglos. In den Zweikampf gegangen. Oh, holpriger Pass. Er ist irgendwie... Oh, guter Laufweg von Kwame. Oh, versucht Angie da nochmal in Szene zu setzen. Jawohl. Muss jetzt eigentlich nur stabil zu Ende gespielt werden. Bisher kein Anzeichen von, oh mein Gott, ist der gefährlich. Schöner Doppelpass. Das sind die drei Mittelstürmer. Nein, ich hab's im Augenwinkel. Ah, den Sprinter darfst du nicht durchziehen. Und ich ziehe ihn trotzdem durch. Und dann ist die Szene tot. Oh Mann, so viel Möglichkeiten schlampig gespielt hier. Ja, Hiroshima spielt. Oh, aber ganz umständlich über den Flügel. Und Young und Berge mit vereinten Kräften. Und dann wird eingeschlafen. Ashley Young nicht mehr der Schnellste. Oh, gut, dass er das verzockt. Gut, dass er... Mann, es ärgert mich, dass das so ein mühsamer Kick jetzt noch wird. Der ist so harmlos. Vor allen Dingen, wie gesagt, nicht sattelfest. Immer wieder Kontergelegenheiten. Und die müssen einfach nur... Oh, wieder so, guck mal, so halb gegen den Lauf. Ja, komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Ja, jetzt haben wir nicht mal... Ja, klar kriegt der Torwart den irgendwie gegen die Schulter oder was. Ja, taktisches Foul. Müssen wir ziehen. Ich brauche hier das vierte Tor. Ich habe so das Gefühl, da passiert sonst noch was. So, Ashley Young ist schon wieder so ein bisschen müde. Wer kann das spielen ohne Qualität? Komm, Rolandsson. Weißer Ball, gelevelt Deluxe. Und Onyekuru ist müde. Kommt der bronzene Ball. Jetzt kommen mal so richtig edle Spieler. Tarik El Younoussi. Auch hochgelevelt ohne Ende. Auch ein schneller Typ. Flanke ist harmlos. Flanke darf nie und nimmer gefährlich werden. Guck dir diese Scheiße an. Oh, Rolandsson. Ja, mutig. Den Ball so rauszudrehen. Aus der Gefahrenzone. Berge. Mein Gott, es kann doch so simpel sein. Guck mal hier, Fußball. Zack. Zack. Berge, ja, nein, das ist eigentlich genau der falsche gewesen von den dreien. Oh, Henderson, Rüde, Nacho passt auf, jawohl. Ja, richtig gute Bewegung, lässt damit zwei aussteigen. Da war mehr drin für den Norweger, Tarik El Younoussi. Nee. Nimmst du jetzt bitte endlich mal den Sander? Das ist ja gar nicht. Ja, genau. Super. Ja, oben ist zu. Ja, gut. Kriegen wir gelöst. Thomasen, komm. Ja, immer wieder gern gesehen, der Trick.
und taktisch gar kein Momentum erst aufkommen lassen bei Hiroshima. Ja, nimm die Gelbe mit. Kartenfestival heute auch in Lautern. Also von daher, vielleicht bin ich da ein bisschen angefixt. Nein, das sollte er nicht hinköpfen. Es ist so ungriffig. Bei mir auch. Wenn ich sage, er steht nicht sattelfest, dann ist das bei mir leider auch. Jetzt verteidigen sie ein bisschen offener. Henderson. NG geschickt. NG findet nicht statt. El-Yunussi, weiter Weg zurück. Und Berge kommt nicht in den Zweikampf. Das kann jetzt nervig werden. Das kann jetzt alles sehr nervig werden. Oh, er will mir die Box vom Brot nehmen. Ihr wisst das. Guck mal, jetzt stehen sie ganz hart, eng bei den Männern, ganz offensiv. Wow. Und die Pässe segeln, da ist kein Druck hinter. Wackelige Führung. Kwame. Ja, Denea entscheidet sich falsch, das könnte sich jetzt rächen. Zweiter Pfosten bitte, zweiter Pfosten bitte. Ja, der letzte Wechsel kommt gleich. Ja, einer muss jetzt raus. Und am besten auch noch die Außenspieler aufnehmen. Meine Herren. Ja, es bahnt sich was an. Consiglio, pass auf. Nein, ich wollte noch abbrechen. Ich wollte den Abschlag noch abbrechen. Weil er zu nichts geführt hat. Henderson, nimm Thomasen mit. Vielleicht gibt es auch keinen Wechsel mehr. Unten ist ganz viel Platz, viel mehr oben. Kwame. Kwame mit einmal Skillstick rühren und taktischem Foul. Ist jetzt auch egal. Das müssen wir jetzt zu Ende würgen. Da brauche ich auch nicht mehr wechseln. Alles nach hinten. Komm, pfeif ab. Rote Karte, Kwame. Ich muss die Mannschaft gleich anpassen. Kotzt mich schon wieder an. Spiel ist ermogelt. Oh. Was ein erwürgter Sieg. Puh. Oh, Bremen 2-0. Oh. Was ist denn da los? Ja, Kwame gesperrt, vollkommen richtig. Und der ist leider auch Stammspieler in der Dreier-Truppe da. Aber okay. Da müssen andere Spieler aus dem zweiten Glied. Nachrücken war kein Fallobst, haben wir ja vorher gesehen. Gibt ein paar Weekly Points, immer noch zu wenig, um zu jubeln. Aber wir ziehen jetzt eine Box, Freunde. Also, liebe Twitch Let's Playmakers 11 Anteilseigner, was ziehen wir? Ihr seid wieder an der Reihe. Collectors Box, Top Agent, Special, Grütze, worauf habt ihr Bock? Was ziehen wir? Ja, Collectors Box. Hä, was? Achso, Kathi ist wieder am Zählen. Ich glaube, die Collectors Box gewinnt, oder? Hä, wie kommst du auf 5-4? Ich glaube, eindeutig Collectors Box. Wobei, ne, okay, da ist der Top-Agent, da ist der Top-Agent. Ja, Collectors Box gewinnt. Aber ich beantworte dir gerne noch deine Inter-Frage. Oh, sehr geil. Ein Torwart. De Vrij, Lukaku, Brozovic, Lautaro. Guck mal, was hat der Lukaku denn für First Heading, First Time Shot? Ja, trotzdem Geschwindigkeit, voll das Biest. Warum feiern den alle?
Heading, Acrobatic Finish, First Time Shot, kein One-Touch-Pass, aber auch Geschwindigkeit. Ja. Alles so für die für das 4-Sterne-Monster-Team. Also Collectors Box wird es. Auf geht's. Bin gespannt. Let's go! Soteldo, Freunde, Soteldo! Goldener Ball von Manchester. Ist es jetzt Linger? Wan-Bissaka. Außenposition. Auch interessant, wegen eben... Oh, auch ein Achter. Kann auch auf der 8 spielen. Und jetzt zwei Chancen noch auf Silber, Soteldo, Haaland. Nein. Dafür aber Hakimi von Borussia Dortmund. So. Ist ein schneller Typ, ist nicht verkehrt. Interception, Acrobatic Clear. Ja, so gerade eben darf er bleiben. Marcos Rojo. Auch Mensch, auch Manchester. Ich dachte, der wäre mittlerweile weg. Dann sitzt der da wohl immer noch auf der Bank. Ja, 1,87. Das ist gerade so okay. Player Skills werden es entscheiden. Oh, sehr schön. Darf bleiben. Spielt er sonst noch was anderes? Nee, nicht wirklich. Aber okay, darf bleiben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ja, ist fast schon ein bisschen unterbewertet. Ne? Ich hätte gedacht, der geht voll ab. Mehr Geschwindigkeit, offensiv und so. Ja, Achtung. Oh, das ist scheiße. Das ist schade. Da hätte ich jetzt gedacht... Oh. Ja, wir können heute keine Spieler mehr abstoßen, Freunde. Das ist schade. So, ich würde mal sagen, ja, machen wir heute mal. Bissaka ist der beste RV im Spiel, okay? Ja, okay. Wenn das der beste RV ist, dann schlecht. Schlecht für PES. So, also wir haben zwei Möglichkeiten jetzt. Letztes Spiel, das übrigens mal angesagt. Ja, sind wir trotzdem noch fast 2 Stunden unterwegs am Ende des Streams. Das passt ja. Wir können jetzt sagen, wir ersetzen Kwame mit einem Spieler. Oder wir spielen 4 Sterne. Und dann ist der nicht da drin. Und dann ist der ja trotzdem quasi rehabilitiert. So, also erste Frage. 3-Sterne-Team auf die 5er-Siegesserie gehen oder 4-Sterne-Team? Ansage vom Twitch-Chat, bitte. Oh, 3 Sterne führt. 3-2. Gut, 3 Sterne gewinnt. So, und jetzt soll ich Kwame ersetzen mit Mooney. Warum denn gerade mit Mooney? Ich würde jetzt den hier machen und gucken, welcher Stürmer da reinpasst. Und das fängt ab hier an. Ab 85. Ich könnte einen 85er für Kwame logischerweise einsetzen, weil der selber 85 ist. So, pass auf, dann machen wir das so und so. Ab 85. Wo sind wir? Ab hier. Pavon ist der Erste, der kommt. Und der ist auch schnell. Der ist auch im 4-Sterne-Team. Dann kommt Pavon. Versuchen wir den mal. Ich habe den, glaube ich, noch nie genutzt. Was hat der? Level 8. Ja, noch nie genutzt. Was hat er denn für Player-Skills? Oh. Ach so, oh. Warum habe ich den eigentlich behalten? Heal-Trick. Fight, der ist eigentlich gar kein Abschließer. Ist eher ein Außenbahnspieler. Trackback, Pinpoint-Crossing. Nicht so geil. Ja, es hat zwar... alle Positionen. Warte mal, dann gucken wir mal weiter. Wer ist denn sonst noch da vorne und ist unangenehm? Wer ist sonst noch super schnell? Ah, hier Vinicius. Ah, ne, der macht die Chemie kaputt. Ah, den Schalow. Hier, das ist ja den Cheater-Boy oder wie man den nennt. One-Touch-Pass, First. Ich nehme jetzt den Schalow, Freunde, weil den wollte ich schon immer mal gespielt haben. So, jetzt gucken wir mal hier, wer hat den besseren linken Fuß? Oh, Schalow. Schalow, ja. So. Spiel mal den mal. Ich weiß nicht, hast du mir geschrieben, warum du Mooney unbedingt haben willst? Ne, Fili, du kannst das gerne mal. Ne, Dembele. Ich brauche Pace, mein Bester. Ich brauche Pace. So einer bin ich mittlerweile. Ich brauche vorne Pace. So, Kimpembe, das machen wir einmal sauber vorher. Und dann rein ins Match. Also, wir machen letztes Match heute. Nicht wie sonst 3, 4 Spiele, heute nur 2. Aber... krachender Abschluss. Wir kriegen die Fünfer. Wir können eine Fünfer-Siegesserie erreichen. Das bedeutet
würde dann bedeuten, eine Box nochmal für den Sieg und eine Box für die 5er Siegesserie. Also wir können nochmal zwei Boxen jetzt verdienen. Bin sehr gespannt. Ihr wisst ja, oder viele glauben ja, dieses Gefühl zu kennen, wenn man eine 5er Siegesserie erreichen kann, was das Spiel dann mit einem macht. Aber gucken. Wie gesagt, mit Paulo Sosa letztens erst eine 5er Siegesserie gehabt. 6er Siegesserie sogar. Also wir nähern uns immer mehr der 900 wieder an. Ja, wäre doch mal schön. Wäre das erst, ich steuere den gleich zum ersten Mal, den F-Punkt Scharloff, wie heißt der? Vitali. Oh Mann, ey, Hertha 2-0, Bremen 2-0. Das ist irgendwie nicht das Erwünschte für meinen Geschmack. Nicht, dass ich Ruhrpott-Freund bin. Auf der anderen Seite Leipzig, Hurenball ist raus. Was willst du mehr? Ja, dass die Fortuna weiter ist, ist sie auch. Was kann denn dann? Mach mal ein bisschen DFB-Pokal-Exkurs, ne? Bremen, Hertha, Frankfurt, Düsseldorf. Viermal Bundesliga. Dann haben wir morgen noch Leverkusen, Stuttgart. Gehen wir mal davon aus. Leverkusen, Verl gegen Union. Bayern, Hoffenheim und Saarbrücken gegen Karlsruhe. Ja, ich würde gerne nach Saarbrücken fahren. Drei Balken, auf geht's. Jetzt gibt's nochmal 1000 Ratingpunkte. Jetzt gibt's nochmal eine fette Prüfung. Jetzt drück doch auf annehmen, Mann. Mehr als drei Balken gibt es nicht. Ja, okay, dann nicht. Oh, 800 Ratingpunkte. Ach, Kathi ist Saarbrücker. Aha. Fedor Scharloff. So, und ja, ob der Kollege überhaupt spielt, finden wir jetzt ja erst raus. Denn ihr kennt das alte Pfeilespiel. So, er nimmt der Manchester United. Ja. Spielen wir so. Achtung. Fedor Scharloff spielt. Wir spielen mit Bestbesetzung. Auch Marcus Rashford ist vorne wieder unangenehm. Jawohl. Sehr gut. Auf geht's. Auch er hat Marcus Rashford. Ja. Auch er hat Conor McGregor, den wir eben gezogen haben. Ja, ja, ja. Er hat wahrscheinlich den Inform McGregor, ne? Den Featured Gedönser. Ich bin sehr gespannt. 5er Siegesserie auf dem Spiel. Dadurch zwei Boxen auf dem Spiel, Freunde. Es wird nochmal spannend. Servus, Kokodin. Ich glaube, du kommentierst hier zum ersten Mal rein, ne? Freut mich, dass du hergefunden hast. Jalal, schönen guten Abend. Also hingegen meiner gruseligsten Befürchtungen sind ja doch wieder sehr, sehr viele Leute hier, sehr, sehr viele Stammzuschauer. Freut mich sehr, dass ihr trotz DFB-Pokal, freiem Spiel, Bremen, Dortmund und so weiter den Weg hergefunden habt. Das ehrt mich sehr, dass ihr auch so einen Dienstagabend mit mir zu teilen bereit seid. Ich streame seit einer Stunde 18 Minuten. Halo Age, sauber, auch wieder da, schön. Beide mit Sosa, warte mal, jetzt bin ich gespannt. Piontek hat er vorne. Ah, er nimmt die Variante, die ich vorher hatte, mit einem von den dreien vorne zurückgezogen als Zehner quasi, als hängende Spitze. Jetzt, wo ich, also ich glaube, das Wichtigste, also ich habe ja von euch sehr viele Tipps bekommen, ne? Das Zusammenschieben vorne oder mindestens schnelle Innenverteidiger und Tiki-Taka als erweiterte Einstellung und ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist, Außenbahn-Mittelfeldspieler haben mit Flügelverteidigung. Und ich glaube, also ich meine, ich bin jetzt sehr zufrieden. Ich fühle mich jetzt mittlerweile wohl mit dem System und nach vorne geht ja einiges mit den ekligen Doppelpässen der drei da vorne und auf Pace und so. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, einen der drei zurückziehen auf hängende Spitze und Spielmacher, Brahim Diaz wieder so ein bisschen, dann würde das System wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren, so wie er es jetzt spielt. Aber okay, wir schauen mal. Seine drei vorne, egal wie er sie schiebt, sind gut aufgehoben bei meiner goldigen Innenverteidigung plus Sander Berge. 5er Siegesserie. Zwei Boxen, vielleicht sogar 900 Ratingpunkte auf dem Spiel. Und wieder einer der Kategorie, ich muss Pause machen zum Start. Mann! Komm, auf geht's.
bisschen holpriges erstes Spiel hatten wir. So vom Spielgefühl, das zum einen. Oh, erste gute Laufbewegung. Erste gute Laufbewegung. Und Onyekuru, Outside Curler. Ich glaube, das ist erweiterter Player Skill. Und Fedor Shalov mit erstem Einsatz. Oh, Henderson! Nächster gut. Ey, was ist denn hier los? Erste guten Möglichkeiten. Henderson, nochmal versuchen. Wieder Jordan Henderson. Mann, ey. Duftmarken gesetzt, aber kein Türchen erzielt. Ja, direkt unangenehm sein. Direkt unangenehm sein. Wer spielt zu Hause? Genau. Jetzt aber nicht alles hier nach vorne pressen. Aber der war dumm. Ja, dumm verteidigt. Kimpembe muss helfen. Mendy kehrt zurück. Guter Laufweg. Abgefangen. Henderson passt auf. Und sofort schalten. Fedor, da ist er. Da ist er. Ja, läuft das Ding sofort tief. Dann spielen wir halt mit anderen Leuten Doppelpass. Shalov. Auch das vielleicht so ein bisschen, was ich gelernt habe die letzten Spiele, Tage und so weiter. Nicht überpacen. Man kann auch mal ein bisschen Fußball spielen. Warum denn nicht? Irgendwann kommen wir schon in die eklige Doppelpass-Situation. Mendy, Henderson, Mendy. Irgendwann kommen wir wieder an den 16er. Genau da wollen wir doch hin. Ah, genau dann dreht sich der Rashford weg. Da beschwert sich der Russe auch. Leider ein bisschen zu früh. Ja, willst du abbrechen? Okay, brech ab. Dann laufen halt alle zurück. Alles gut. Stumpfes Pressing. Lassen wir. Ja, jetzt versucht er das Gleiche. Irgendwie in die... Es ist zu billig. Mein Gott, er kriegt da 20 Meter vor dem Tor 2 Sekunden Platz und kann ihn sofort versenken. Ja, na klar. Das ist so ärgerlich nach der Anfangssequenz. Rashford, nein. Oh, unten ist Platz. Ja, jetzt wird mein Selbstvertrauen mit der Aufstellung und so mal auf die Probe gestellt. Oh, der wird eng, aber das kriegen wir hin. Rashford. Schade, da waren sie gut am Laufen. Langer Hafer, das sollte gar kein Thema sein. Ist es auch nicht. Oh, schön in die Zwischenräume. Rashford ist da. Nein! Da musst du an den Ball kommen, Marcus. Ja, er hat jetzt natürlich die schöne Möglichkeit, ruhig zu machen. Nein, zu hektisch. Nein, zu hektisch. Und wieder. Oh, das sind alles klare Ballgewinne, die du holen musst. Oh. Oh, Ashley Young kommt da nochmal hinterher. Ja, lässt sich abkochen. Flanke kommt. Das wird unangenehm. Alter, ja. Alles klar. Tor des Jahres. Aus einer Situation, wo der Angriff eigentlich kaputt ist. Läufst du mal ein Angebot? Oh, Jordan Henderson will es wissen. Der läuft das Ding ganz zu Ende. Nein, der war schlecht. Der war zu hektisch. Oh, Shalov, wichtig. Und wird abgekocht mit einer einfachen Grätsche. Kimpembe, gut. Nein, da habe ich doch... Ja, es wird hektisch. Merkst du sofort. Kann ich mir erzählen, wie souverän und alles. Es wird hektisch am Pad. Vom geistigen Auge ist die Box schon weg. Und Onyekuru, kommt mal das Angebot? Ja, das ist das Angebot. Kriegt er den noch? Ja, den kriegt er rumgerissen. Rashford, der ist wichtig. Auch ich habe einen Rashford. Auch ich habe einen nicht zu verteidigen. Cheater Boy. Cheater Stürmer zum Ausgleich. Nur fair. Henderson ist da. Oh. Schön. Schön im Weg stehen. Henderson, spiel Fußball, Junge. Ja. Oben, Mendy. Nimm ihn doch mit. Und Mendy bricht das Angebot ab. Warum? Oh, der kann wehten. So, jetzt mal alle schön wieder zurück. 1-1, bisschen durchatmen. Na komm.
Trau dich nach vorne. Ja, so billig laufen die Geschichten hier aber nicht ab. Oben Mendy. Laufs Angebot bitte mal zu Ende. Jawohl, Mendy. Ganz viel Platz. Kurz vor der Pause. Ja, hat er geahnt. Den Einwurf nehmen wir mit. Komm, wirf! Henderson steht da. Henderson verliert den Zweikampf. Und dann wird er zu hektisch. Szene lebt. Ashley Young hält. Oh, komm, Onyekuru so beteiligungslos am 16er. Oh, was für eine unruhige erste Halbzeit. Rashford und Rashford machen die Tore. Ausdauer passt soweit. Ja, das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Zur 5er Siegesserie, Freunde. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Komm, einen würgen wir uns rein. Nur, damit mir nicht langweilig wird, vom Gefühl her. Zwei Boxen stehen auf dem Spiel. Nicht eine, nein, zwei. Onyekuru. Laufweg von Rashford ist nicht verkehrt. Oh, schöne Grätsche. Sehr aufmerksam. Na, und ich habe es doch richtig antizipiert. Ja, Gott, komm. Pressen. Brauchen wir noch nicht. Sander Berge, wichtiges Kopfballduell. Gut aufgepasst. Von Elvedi. Oh, macht es schön breit. Guter Laufweg. Ich hab. Oh. Ich stehe eigentlich genau im Laufweg, ne? Also, dass der da noch zur Flanke kommt, Frechheit. Sehr gut. Na, oh, der ist wichtig. Ja, der ist wichtig. Sehr schön. Oben Platz. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, jetzt. Nein, 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 nein. Oh. Foul? Ja, okay. Gut. Ich wollte schon sagen, dieser eine Kontakt war schon wieder zu viel. Und Fußball. Und Fußball. Mein Gott. Woher die Hektik? Ja, stehen aber auch aggressiv. Stehen gut auf den Füßen, die Kollegen. So, wo ist jetzt das Angebot, um mal hier schnell die Linien zu überbrücken? So, Kimpembe. Bist du ein Linksfuß, habe ich gehört. So, jetzt mal zwischen die Linien kommen. Ja, genau, Scharloff. Ah, zu unsauber. Ne, den kriegen wir abgefangen. Dürfen es auch nicht zu einfach machen. Ja, komm, da ist jetzt mal die Lücke für Henderson. Nein, das sollte auf Onyekuru, Mann. Oh. Vorteil. Ja, da zieht er eine Schnüss, der Jordan. So, Onyekuru, komm, lauf das Angebot. Dauert zu lange, kommt trotzdem durch. Rashford, gute Bewegung. Und ich krieg den Scharloff nicht angewählt. Nein, ich krieg den Scharloff nicht angewählt. Ja, jetzt kommt er mit seinem Tiki-Taka-Grütze. Ich komme nicht in die Zweikämpfe. Scharloff arbeitet gut mit nach hinten. Und Onyekuru antizipiert perfekt. Sehr gut. Und Fußball. Ja, Henderson. Den darfst du nicht verzocken. Oh, verzockt er doch. Und Sander Berge. Alles oder nichts. Tackling. Oh, ganz stark. Ganz stark der Norweger. Und Onyekuru findet keine Anspielstation. Also so richtig ins Rollen kommen wir nicht. Der ist holprig. Boah, ist das ein Lückengekrampfe hier. Wo ist die Lücke? Ist da aber auch gut aufgestellt. Scharloff, jetzt vielleicht mal. Jetzt vielleicht mal die dreckige Lücke. Jetzt vielleicht mal die dreckige Lücke. Mann! Der dreifache Rashford zum 2-1. Oh, ist das ein krampfiges Spiel, ey. Ihr habt keine Ahnung, wie ich schwitze. So, wer ist defensiv am geilsten? Rolandsson, egal. Henderson, guck dir den an. Der arbeitet hier wie sonst was. Sissoko zum Zumachen. Ja, egal. Und Young raus. Wer kann das ohne... Wer ist... Thomasen? Ja, Thomasen muss zumachen. Komm, zwei Boxen, 5er Siegesserie. Come on! Jetzt konsequent zu Ende. Verteidigen. Ja, mit nach hinten arbeiten. Komm. Sehr gut. Einfache Dinger. Hast du gedacht? Nein, da werfen wir nicht hin. Komm, und Fußball spielen. Jetzt, komm, jetzt musst du was bringen, Digga. Jetzt musst du offensiv verteidigen. Rolandsson. Ja, verteidigt.
zu antizipieren. Gibbet nicht. Rolandsson, ganz viel Platz auf links. Abgehen. Kommt schon, Fehringer. Durchsetzen. Hochgelevelt auf sonst was. Will den Elfmeter. Natürlich nicht. Und weiter nach hinten. Weiter nach hinten. Langer Hafer. Abkochen, abkochen. Ja, ja, Lücke ist da. Oh. Oh. Monstergrätsche von Nacho, Alter. Oh. Absoluter Wahnsinn. Der ist wichtig, Rolandsson. Ah, stark. Und lauft das Angebot. Ja, oh, da werde ich ein bisschen zu fahrig. Oh. Komm, ey. Du merkst förmlich, jeder komische Angriff kann unangenehm werden. 80. Komm, Fußball spielen. Sehr schön. Nimm doch die Räume. Nimm die Räume. Lauf das Angebot, Thomasen. Lauf's Angebot. Lauf uns die Räume. Und mach das Spiel breit. Rolandsson. Ja, und lauf's Angebot. Ganz einfacher Fußball. Guck mal. Wie am Reißbrett. Nimm den Schalow mit. Da ist der Fedor. Da ist der Fedor. Und vielleicht ist da noch jemand anders. Nein. Wieder alles oder nichts, Grätsche. Klappt. Kimpembe. Linksfuß. Ja. Körper rein. Da passiert gar nichts. Ja, Nacho. Sehr stark. Thomasen. Komm, lauf das Ding nach Hause. Nimm Onyekuru mit. Ja, nimm Sissoko mit. Onyekuru. Ja, das ist guter Fußball. Das ist guter Fußball. Das ist die Box. Das ist die Serie. Come on. Marcus Cheaterboy Rashford. 4 Tore, 3 auf der richtigen Seite. Oh, und ich bleib dabei. Es ist ein bisschen, es fühlt sich so an, da geht immer was. Man muss es vielleicht dann nur in Ruhe zu Ende spielen. Oh, wunderherrlich. Schalow hat jetzt nicht so viel, aber doch nette, gute Szenen gehabt. Jetzt vielleicht nochmal ein guter Einsatz vom Fedor, aber es reicht. 4-mal Rashford, 3-1 Sieg. Und reicht das vielleicht sogar für 900 Ratingpunkte? Dann legen wir noch eine Box drauf. Ich sag's euch jetzt. Heute komplett Spendierhosen, Freunde. Oh, geil. Sehr, sehr schön. Ja, 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 ja. Oh, da Level-Ups dabei. Nein, keine Level-Ups, das ist immer gut. Und wir sind zurück in 900. DFB-Pokalabend, Freunde. Fortuna Düsseldorf in der nächsten Runde. Und der letzte... Oh, hab ich das alle... wo war ich, als der Gegner gezogen wurde? Richtig geil. Weekly Points. Dass der irgendwas mit 800 Rating-Punkte hatte, das habe ich mitbekommen. Weekly Points war ich wieder nicht aufmerksam. Und jetzt gibt es 3 Boxen. Oh, schöner, schöner. Und mit Rückstand. Da kommt jetzt echt alles zusammen. So, jetzt auf geht's, Freunde. 3 haben wir noch. Was machen wir? Komm mal her, komm mal ins Bild, Kollege. Schön. Das ist doch was. Schöne Grüße zurück an den Chriskos-Kokodin, mein Stream-Kollege, der geschätzte YouTuber. So, Aufsagen, Freunde, Aufsagen. Collectors Box, 3-mal Collectors Box. Sollen wir einfach mal ratzfatz durchmachen oder wie sieht's aus? Worauf habt ihr Bock? Ja, Kathi Fram als Chefzähler. Sehr gut unterwegs. Ja, die Sammlerbox. Komm, auf geht's. 3-mal Sammlerbox. Irgendwie, ich habe ja gesagt, über Zlatan würde ich mich jetzt nicht so Monster freuen. Ist das Augenmerk Soteldo, weil das Augenmerk Soteldo bedeutet Haaland. Wir fliegen nach Schottland. Das kann, glaube ich, jetzt schon nur Silber sein. Mega gut. Oh, der beste Celtic-Spieler ist das, ne? Den es jetzt auch als Schwarzball gibt. Ich glaube, der hatte gute Player-Skills, ne? Bei dem habe ich gesagt, gute Player-Skills. Und kein Soteldo. Dafür aber der Neu-Leverkusener, ich wollte gerade sagen. Da noch bei River, nein, auch da schon Neu-Leverkusener. Und Mauro Junior. Okay, so. Außenbahnspieler, gern gesehen. Im Supermonster-System gerade. Oh, der ist schnell. Oh, der ist schön schnell. Guter Kicker. Heel-Trick, First-Time-Shot, Trackback, Outside, ja, der bleibt. Oh, guter Kicker, richtig guter Kicker. So, Ezekiel, Emil,
Emil Ezequiel Palacios. Ja, Box to Box, immer gern gesehen, beidfüßig. One Touch Through Fighting. Ja, gute Box. Und Mauro Junior ist jetzt bestimmt auch eine Wurst, oder? Ist keine. Nee, ist zu wenig. Aber gute Box. Oh, das wird gleich mein innerer Vorbeimarsch. Die alle abzustoßen. Wenn der Stream vorbei ist, Freunde. So, zwei Boxen haben wir noch. Was haben wir heute verdient? Boah, haben wir heute gerockt. Sehr geiler Stream. Und ich hatte Sorge. Was ist E-Aussprechen? E-Aussprechen, was heißt das? Let's Playmaker, E-Aussprechen, was meinst du? Egal. Schwarzer Ball vom FC Bayern. Oh, Coutinho hier, ne? Tattoo. Nee, Süle. Süle hat dieses Tattoo, oder? Ja, Niklas Süle, guck mal. Das E aussprechen. Ach, Kokodine. Nicht Kokodein oder so. Kokodine. Okay. So, Niklas Süle. Ich glaube, das ist ein riesen Innenverteidiger. Kein Sotelo. Okay, pass mal auf. Der ist groß und schnell trotzdem, glaube ich. Ne? Ja. Boah. War der war auch nicht schnell, ne? Aber der kriegt ein paar Level-Ups, dann ist der schneller, ne? Physis 91. Ja, wisst ihr was? Entscheidet ihr das mal bitte. Ihr entscheidet, ob ich den behalte. Ach, cool. Von YouTube rübergefunden. Das ist sehr schön. Das höre ich immer gern, wenn Leute YouTube sehen und denken, hey, Stream, Livestream, mal dabei sein ist cool, will ich machen und schafft es dann auch, finde ich super. Süle bleibt. Okay. Adrian Silva. Ne, ich bin nicht live auf YouTube. Ich bin auf YouTube immer nur on demand, wenn man so will. So, Adrian Silva. Box to Box. Absolut nicht stark, wenn man sich das Sechseck anguckt, aber Box to Box. Bisschen orange. Bisschen beidfüßig. One Touch Weighted. Oh, der ist gut. Das ist ein guter Achter. Wie groß war der? Guter Achter. Sehr, sehr guter Achter. Den kann man sich gut geben. Alle Farben einmal vertreten. Schwarz, Gold, kein Rot, egal. So, Fabio, Ex-Manchester, ne? Ex-Manchester, ja, nur defensiv auf beiden Außen. Der kann gehen. Oh, ich glaube, das raff ich heute nicht mehr, dass das nicht bringt. Jawohl. Okay. Nein, also nicht live auf YouTube, immer nur live auf Twitch. Und dann ein, zwei Tage später der Upload auf YouTube. Da kann man alles nachholen, also auf beiden Kanälen ein Abo dalassen. Das ist doch mal vor der letzten Box nochmal eine Möglichkeit für den Werbeblock. Für den Werbeblock, da ist die Playlist. Danke für den Support. Auf beiden Kanälen, immer gern gesehen. Ihr wisst, wie es läuft. Hey Mutti, guck mal, ich bin Streamer und ich habe 500 Abos. Oh Junge, super, kannst du davon leben? Nein, kann ich nicht. Jawohl, so sieht's doch aus. Okay, also, letzte Box, Freunde. Nochmal, jetzt vielleicht nochmal so ein absoluter Ausraster zum Schluss. Zwei Siege, 5er Siegesserie. Wir haben so viele tolle Sachen gemacht heute in unserem DFB-Pokal-Stream. Jetzt nochmal Soteldo für Haaland. Das wäre doch nochmal die Krönung. Auf geht's. Ja, Süle hätte ich jetzt auch gedacht, dass der schneller ist und dass der viel mehr Player-Skills hat. Also, fand ich ein bisschen unterbewertet. So, wir fliegen erstmal nach England, das ist für Soteldo egal. Dass wir schon mit Silber anfangen, ist nicht so geil. Oh, Phil Jones. Mr. Gesicht. Ja, 79, da geht einiges. Der ist nur 1,85. Ich hätte jetzt gedacht, das ist voll der Zombie. Und wir jagen weiter. Erling Braut, vergebens. Nee. Oh. Oh, ich habe, wie gesagt, es ist komplett drin. Abstoßen, weg. So, Theo Hernandez, der Bruder von dem, von
dem anderen da von Manchester, von dem Bayern. Wer, Theo und wer heißt der? Wie heißt denn der von Bayern? Xavi, Matthias, wie heißt der denn? Wie heißt der, wer der Hernandez vom FC Bayern? Lukas, ne? Lukas Hernandez. Ja, Theo hier, super geil. Kann wahrscheinlich nichts. Okay, ist schnell. Mit Positionstrainer, linkes Mittelfeld, denkbar. First. Ach, so ein offensiver Typ brauche ich nicht. Ja. Den letzten Klick habe ich wenigstens noch gerafft. Okay, Mykolenko. Inters kann auch gehen. Dreimal abstoßen zum Schluss. Schade. Genau das Gegenteil von dem, was ich mir erhofft habe. Lucas Hernandez, genau. Ja, genau das Gegenteil von dem, was ich mir erhofft habe. Aber okay, trotzdem geiler Stream. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle. Besonders die Stammzuschauer, die immer wieder da sind, wenn ich streame. Danke für den Support. Echt, bedeutet mir eine Menge. Und ja, trotz hier DFB-Pokal, freies Spiel, spannend. Und das gucken wir jetzt zusammen, zweite Halbzeit. Von daher, ja. War's das für heute Abend. Sehr schöner Stream. Ich glaube, spätestens Sonntag bin ich wieder da. Vielleicht schaffe ich es früher. Ihr kennt das bei mir. Zwei, dreimal die Woche. Und ja, bis dorthin auf Twitter, Instagram und überhaupt Augen auf. Ihr werdet es mitbekommen. Bis dorthin. Habt noch eine schöne Restwoche. Tschüss, ciao.